Du fragst dich, wie so ein Remote Audit eigentlich stattfinden kann und darf. Ja? Hier in dem Video zeige ich dir, wie die Kette aussieht zwischen dem DAX und den Zertifizierern bzw. der IAF, dem DAX und den entsprechenden Zertifizierern und letztendlich zu dir. Ja? Welche Dokumente da im Feld sind, was für Anforderungen hier an die einzelnen Organisationen gestellt werden und was für Möglichkeiten es gibt. Hier siehst du einen kleinen Ausschnitt als ja, Beispiel hier eines offiziellen DAX-Dokumentes, das hier genau das Thema IKT, sogenannte Informations- und Kommunikationstechnologien, ins Feld rollt oder Beispiele dafür ins Feld rollt an Möglichkeiten, die du nutzen kannst für deine Remote Audits. Zu den heutigen Zeiten extrem relevant und extrem wichtig zu wissen und zu kennen, welche Dokumentation dahinter hängt, welche Möglichkeiten eigentlich existieren und auch entsprechend akzeptiert werden von den Zertifizierern, aber auch von den Akkreditierern. Ja. Bleib also dran. In diesem Video zeige ich dir die Kette, die letztendlich hier während der Corona-Krise eine wichtige, wesentliche Rolle spielt und welche Möglichkeiten du in deiner Auditplanung, in deinen Audits letztendlich hast, diese Situation zu meistern. Bleib dran, es bleibt spannend. Okay, also um das Thema überhaupt richtig zu verstehen, muss man sich angucken, wo die ganze Situation herkommt. Und um es auch nachvollziehbar für dich darzustellen, fangen wir jetzt bei einer Meldung an, die der DAX am 20. März 2020 zuletzt aktualisiert hat. Ich habe zu dieser Thematik, ja, zu dem Thema Corona und entsprechende Auditplanung schon ein Video gemacht. Ich verlinke dir das hier oben. Direkt mal kannst auch da reingucken, da habe ich das Thema schon mal angetriggert, letztendlich. Vielleicht kennst du das Video schon, wenn nicht, dann schau es dir unbedingt an. Hier geht es auf jeden Fall weiter, ne? Letztendlich hat der DAX hier eine Meldung am 20. März 2020 quasi rausgebracht, beziehungsweise zuletzt aktualisiert. Die Meldung selber gab es davor schon. Und wie kommst du darauf? Ich hau dir natürlich einen entsprechenden Link rein. In die Beschreibung, da kannst du das direkt selber nachlesen. Auf der DAX-Seite kommst du hier über aktuelles Meldungen eigentlich hier auch hin. Ja. So, jetzt hat es natürlich, jetzt muss man verstehen, der DAX an sich, ja, als Akkreditierer, ja, die deutsche Akkreditierungsstelle, hat natürlich, macht Vorgaben für die entsprechenden Zertifizierungsstellen, ja, die sogenannten Konformitätsbewertungsstellen. Und diese Post letztendlich richtet sich an die Zertifizierer. Das heißt, diese Post hat letztendlich oder interessiert in erster Linie im ersten Anlauf den Zertifizierer. Ja. Und was steht hier alles drin? Ja, das kann man letztendlich, hier wird thematisiert, dass das Thema Corona hier eine Rolle spielt, ja, dass auch diese Begutachtungen, diese sogenannten Witness Audits, die jetzt in Deutschland geplant sind, entsprechenden Einschränkungen unterliegen, ja, und außerhalb Deutschlands auch entsprechende Einschränkungen existieren aufgrund der Corona-Krise. Also das heißt, jeder, der im Prinzip hier schon mal gewitnessed worden ist, ja, der weiß, der kennt dieses Prozedere, dass letztendlich das Audit, das reguläre Audit begleitet wird durch einen DAX-Begutachter. Ja. Und diese ersten zwei Absätze, die beziehen sich letztendlich auf genau diese Tätigkeit, dass es da Einschränkungen geben wird. Ja. So, und der wichtige Part ist hier der untere Part, die Auswirkungen auf die Tätigkeit der Konformitätsbewertungsstellen. Der DAX ist bewusst, dass die Auswirkungen der Corona-Krise alle Beteiligten und so weiter, ja, beeinflusst letztendlich, ja. Und hier sichert letztendlich der DAX auch den Akkreditierungsstellen zu, dass im Rahmen von Möglichkeiten alles Erforderliche unternommen wird, um negative Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Ja. So, also letztendlich lass es ein Vorwort sein hier. So, und jetzt kommt, ja, die Konformitätsbewertungsstellen haben nun die Verantwortung, auf die aktuelle Situation durch angemessene Pläne zu reagieren und entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Bedeutet so viel wie jeder einzelne Zertifizierer, ja, unabhängig davon, also dein Zertifizierer ist letztendlich hier im Zugzwang. Ja, der wird hier direkt aufgefordert, von der DAX entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Ja, und mit hoher Wahrscheinlichkeit und mit ziemlich hoher Sicherheit, also bei mir in meinem Tagesablauf, hat sich das definitiv bemerkbar gemacht, ja, das Thema Remote Audit, ja, dass
immer mehr letztendlich Unternehmen auch ihre Pforten schließen und entsprechend die Auditierung dann angepasst werden muss. Ne? Und die Frage ist halt häufig, ja, was ist denn da möglich? Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Wie kann man da vorgehen und so weiter? Ja? Aber dazu gleich, also ich habe dir versprochen, diese Kette dir nahezulegen, ja, dir zu zeigen, wie diese Verkettung da zustande kommt. Ja? Und eins nach dem anderen. Also hier geht es erstmal darum, dass dein Zertifizierer, also nicht jeder Zertifizierer hat die gleiche Vorgehensweise, ja, wird wahrscheinlich ähnlich sein, ja, aber dein Ansprechpartner im ersten Anlauf ist dein Zertifizierer, wenn du nicht schon längst Kontakt mit diesen hattest, auf jeden Fall kontaktieren in dem Zusammenhang. So, und dann geht es hier weiter, dass die akkreditierten Stellen können deshalb von Fall zu Fall bewerten, wie sie mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie im Rahmen der Konformitätsbewertung und deren Überwachung umgehen. Ja, also hier wird es nochmal untermauert, dass jede Zertstelle selber sich überlegen muss, wie dann entsprechend vorgegangen werden muss. Ja. So, jetzt kommt nämlich der scharfe Hinweis und der vieles möglich macht, und es ist extrem wichtig hier jetzt mitzugucken. Die DAX weist insbesondere die Zertifizierungsstellen für Managementsysteme auf die Bestimmung der informativen oder des informativen Dokuments IAF ID, also nicht zu wechseln mit den Mandatory Documents, ja, sondern hier die ID 3 2011 hin. Ja. Dieses Dokument bietet eine gute Grundlage für die interne Abwägung oder für die internen Abwägungen, die eine Konformitätsbewertungsstelle vornehmen muss. Also das heißt, die Zertifizierer letztendlich, ja, die sind hier aufgefordert, diese ID3 dann auch zu nutzen, wenn es genau um diese Abwägung geht, wie man weiter vorgeht. Ja. Und das ist nämlich der erste Querverweis. Da schauen wir nämlich gleich rein in dieses ID3. Ja. Aber zuerst machen wir hier noch den Bereich hier noch zu Ende. So, nach Einschätzung der DAX können die Prinzipien von IAF ID3 in dieser außergewöhnlichen Situation sinngemäß auf alle Konformitätsbewertungsstellen übertragen werden. Weitere Informationen zu den Auswirkungen des Coronavirus und so weiter gibt es dann hier mit diesen Links. Ja, die kannst du dir dann auch abholen. Letztendlich hier, das ist auch, also in dem Video, was ich dir auch verlinkt habe, ist auch hier, da gibt es eine FAQ-Seite vom IAF bezogen auf die Corona-Geschichte, da kannst du dich natürlich auch einlesen. Machen wir jetzt an der Stelle nicht, ja. Genau, ansonsten, ne, geht's hier jetzt im Prinzip ja um organisatorische Dinge für die Witness Audits, aber dieser Part mit den IAF ID3, der kann dich natürlich auch interessieren. Aus dem Grund habe ich jetzt hier das schon mal da oben vorbereitet. Schauen wir mal genau rein, was das für ein Dokument ist und was da so im groben Wortlaut drinsteht, damit du einfach Bescheid weißt. Natürlich haue ich dir auch den Link in die Beschreibung rein. Ne? Du kannst es direkt abfischen da. Das Dokument ist frei zugänglich. Ja. Dieses Dokument heißt ja, Informative Document for Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations. Natürlich schauen wir uns jetzt gleich erstmal die Definition von ABs, CABs und Certified Organizations an. Vielleicht hast du da schon eine Idee davon. Certified Organization ist quasi dein Unternehmen, was zertifiziert worden ist. Ja. Aber lass mal da reinscrollen einfach, wo ja, hier oben wird es mit definiert, genau. Genau, die sogenannten CABs, ja, sind die Conformity Assessment Bodies, also die Zertifizierer, die Konformitätsbewertungsstellen, also ein TÜV Süd, ein TÜV Nord, ein DEKRA, ein Lloyds oder wer auch immer da letztendlich hier so eine Akkreditierung hat, die über den IAF läuft, ist da angesprochen. So, dann hat's hier ABs, die Accreditation Bodies, das sind die Akkreditierer. Ne? Also nur so für den Wortlaut, weil letztendlich heißt dieses ja Dokument nichts anderes, als dass dieses Dokument letztendlich bei sogenannten Extraordinary Events, ja, auch da gibt es eine Definition gleich dazu, die letztendlich diese ABs, CABs und Certified Organizations betreffen, quasi eingesetzt werden kann. Ja, und was zu tun ist.
Genau, jetzt schauen wir uns mal das Ganze an hier. So, ein bisschen Prosa, ne? Also das bedeutet, kannst dir natürlich alles durchlesen. Aber Definition ist wichtig. Ja, extraordinary event or circumstance, a circumstance beyond the control of the organization, commonly referred to as force majeure. Ja? Höhere Gewalt. Also das heißt, wenn wir jetzt in dieser Corona-Krise über höhere Gewalt reden, dann ist das hier die Rechtfertigung dafür. Ne? Und das wurde auch seitens DAX dann entsprechend aufgegriffen und auch hier quasi legitimiert, dass man hier nach diesem ID3 vorgehen kann. Ja? Genau, und jetzt kommen unterschiedliche Abstufungen. Das Dokument ist recht überschaubar. Zum einen geht es hier um das Thema diese Extraordinary Events or Circumstance Affecting Certified Organizations. Also das heißt, da bist du direkt angesprochen. Ne? Also was ist zu tun, ja, wenn du quasi als Unternehmen dadurch betroffen bist. Ja? Lustigerweise oder traurigerweise, wie man das auch sehen mag, werden jetzt unterschiedliche Möglichkeiten aufgezählt im Rahmen des ID3. In dessen Rahmen zum Beispiel nur eine Certified Organization betroffen ist. Ja. Muss einen Shutdown geben oder sonst was. Ja. Und aber die anderen nicht. Ja. Also der Zertifizierer nicht und der Akkreditierer nicht. Ja. Aber in unserem Fall sind ja eigentlich alle betroffen. Deshalb haben ja alle eigentlich ein Interesse daran, dass das hier sauber abgewickelt wird und haben auch Verständnis für die Gesamtsituation. Ja. Das ist das, was ich so bisher erfahren habe. Ja. Trotzdem muss man sich natürlich an diese ganzen Vorgaben halten. Genau, hier geht es darum, dass die Konformitätsbewertungsstelle eine Risikobetrachtung erstmal machen muss. Ja, ich weiß nicht, ob das bei dir schon stattgefunden hat. Ja, also inwieweit jetzt beispielsweise eine alternative Art der Zertifizierung dann auch zielführend ist. Ja, ob die entsprechende Wirksamkeit deines Managementsystems anhand dieser Möglichkeiten überhaupt ja, bewertet werden kann. Und in dem Zusammenhang werden einfach ein paar Fragen notwendig werden, ja, dass zum Beispiel ja, dies einfach die seitens des Zertifizierers, damit hast du jetzt eigentlich nichts am Hut, bis auf die Tatsache, dass du vielleicht gefragt wirst, ja, im Rahmen eines ja, kurzen Telefonats oder im Rahmen einer Checkliste oder einer E-Mail oder sonst was. Also das ist der Hintergrund, ne? Also man muss letztendlich auch diese Themen, diese Punkte hier entsprechend abarbeiten, um dann auch und dann auch dokumentieren, ne? Um dann auch entsprechend dieses Gesamtpaket dann auch dem Akkreditierer vorlegen zu können. So, jetzt kommt es hier, ne? If the risk of continuing certification is low, and based on the collected information, CAB may need to consider alternative short-term methods of assessment to verify continuing system effectiveness for the organization. Also das heißt, wenn da ein niedriges Risiko ins Feld gerollt worden ist, ja, dann muss man einfach eine alternative, kurzfristige Möglichkeit zur Auditierung sicherstellen. Ja. Zum Beispiel, und hier kommt es dann, ja, Dokumentation, dass man Dokumentation abfragt, ja, wie zum Beispiel Management Reviews etc. Hier sind ein paar Beispiele genannt, kannst dir angucken. Aber du weißt genau, was ich meine, wenn du schon Audits hinter dich gebracht hast. Dass einfach genügend Dokumentation auch da einsehbar bleibt und ist, ja. Genau. So, und dann wichtiger Punkt hier, at the minimum, the process should address the following items. Ja. Wichtiger, wichtiger, wichtiger Punkt, dass du hier letztendlich sicherstellst für dein Unternehmen in der Konstellation, in der Kommunikation mit deinem Zertifizierer, dass diese Punkte hier auch entsprechend abgewickelt werden. Ja. Genau, was haben wir noch? Genau. Wichtige Punkte noch. So, jetzt geht es darum, herauszufinden erstmal, in welcher Phase der Zertifizierung jetzt du eigentlich steckst. Ja? Wenn du beispielsweise ein erstes Überwachungsaudit im Feld hast, ja, also das heißt, du hast im letzten Auditzyklus deine Erstzertifizierung gehabt und jetzt hast du ein erstes Überwachungsaudit, dann hast du hier die Möglichkeit quasi auch diesen Zeitraum weiter zu
Strecken. Normalerweise müsste dann das erste Überwachungsaudit innerhalb der ersten 12 Monate stattfinden. Ja. Und in diesem Zusammenhang, also im Rahmen dieses ID3, unabhängig davon, wie jetzt dein Zertifizierer momentan sich aufgestellt hat und wie auch der DAX sich da entsprechend vielleicht momentan aufgestellt hat. Das ist ja eine extrem dynamische Situation, dass sich da irgendwie tagtäglich was ändert. Ja. Aber bezogen auf dieses Dokument heißt es dann, dass man hier diese 6 Monate quasi länger machen kann. Ja. Oder das Zertifikat muss ausgesetzt werden oder der Scope muss entsprechend reduziert werden, je nachdem, was möglich ist. Ja. Überwachungsaudits, ja, analog zu der ganzen Geschichte, normale Überwachungsaudits, also nicht dein erstes, ist genauso entsprechend mit 6 Monate drüber. Und auch da hat sich eigentlich in der Zwischenzeit ein bisschen was verschoben. Ja, aber wie gesagt, dein Zertifizierer wird dir da Informationen geben. Vielleicht hast du schon einen Newsletter oder sowas im Postfach liegen. Auf jeden Fall angucken. Ja. So, und dann Rezertifizierungsaudit. Ja. Genau, hier sind die Informationen letztendlich, ne, für die entsprechenden Unternehmen, die jetzt hier wissen wollen, wie es da weitergeht. Ja. Okay, und dann hat man hier, also das war der erste Fall im Abschnitt 3, war diese Extraordinary Event or Circumstance Affecting Certified Organization, also das heißt das Unternehmen, was zertifiziert worden ist. Und hier geht es um die Zertifizierer, ja, die Konformitätsbewertungsstellen. Und genau, das heißt, was machen die oder was gibt es für Möglichkeiten, wenn zum Beispiel der Zertifizierer hier in der Notlage ist. Ja. Und hier, ich überspringe den ganzen Text mal. Ja. Hier ist nämlich ein Querverweis drin, dem wir natürlich jetzt folgen werden. Ja. Und zwar diese IAF MD4. Ja. Und da geht es nämlich dann um das Thema Remote Audits und um diese Technologien, die zur Anwendung kommen können. Ja. Genau. Und das schauen wir uns jetzt gleich an. Ne? Also diese ganzen IAF-Dokumente, ja, die vom International Accreditation Forum erlassen werden, die werden dann von den entsprechenden Akkreditierungsstellen, zum Beispiel der DAX, aufgegriffen und dann quasi übersetzt in die eigene oder umgesetzt in die eigene Struktur, in die eigene Sprache etc. Und dieses Dokument, das schauen wir uns gleich an. Aber davor machen wir noch hier diese Geschichte hier noch zu Ende. Also da ist noch ein Szenario im Spiel. Breakdown auf CAB, also wenn jetzt auf einmal die Konformitätsbewertungsstelle abbricht. Ja. So, die AB ist dann der nächste Fall, ja, dass eine Extraordinary Event Circumstance für diesen AB stattfindet. Oder auch der Breakdown, also die Akkreditierungsstelle. Ja. Was man da machen kann. So, und hier ist nämlich der Verweis. Also wir kamen jetzt eigentlich vom DAX, ja, auf dieses ID3. Und jetzt springen wir nochmal zurück infolge dieser Möglichkeit hier auf das IAF MD4, was ich hier auch vorbereitet habe. Natürlich werde ich dir das auch verlinken, dann kannst du es dir direkt angucken. Und worum geht es hier? Ja, es ist ein verbindliches Dokument zur Verwendung von Informations- und Kommunikationstechniken für Audit- und Begutachtungszwecke. Ja. Und das ist die deutsche Übersetzung dieses MD4, was wir gerade hier referenziert bekommen haben. Ne? So, jetzt schauen wir uns mal an, was hier eigentlich stattfindet. Genau, Einleitung. Und da sehen wir jetzt hier diese Grundlagen, ja, die einfach gelten sollen und müssen, wenn wir hier sogenannte Informations- und Kommunikationstechnologie, also ich finde den Begriff nicht wirklich handlich, ja, aber ist halt so, hier nutzen. Und die erste Frage, die einem natürlich ins Gesicht springt bei dem Wort ist, oder bei diesem Wort Stamm quasi ist, was ist denn damit gemeint? Ne? Und das ist das, was ich hier ganz am Anfang schon gezeigt habe.
Beispiele für die Verwendung von IKT während Auditsbüro können Folgendes beinhalten, sind aber nicht begrenzt auf. Und das ist ein wichtiger Hinweis, weil es können natürlich Meetings sein mittels Telefonkonferenz. Also sobald wir miteinander telefonieren, reden wir über Remote Audit. Ja. Also kannst du dir auf jeden Fall mal merken, eine Telefonkonferenz ist auch ein Audit, eine Auditmöglichkeit im Rahmen dieser MD4 bzw. im Rahmen der Corona-Krise. Ja. Und hier ja, inklusive Audio, Video und gemeinsame Datennutzung. Ja, was so viel heißt wie, jeder kennt diese ganzen Portale, die man nutzt, soll jetzt keine Werbung sein, aber Skype zum Beispiel oder Microsoft Teams oder TeamViewer oder sonstige Tools, womit man einfach nur seinen Bildschirm zum Beispiel sharen kann oder GoToMeeting sharen kann, um dann entsprechend den Menschen, den Leuten, die da mitmachen, hier was zu präsentieren. Ja? Und das kann man dann über das Internet zum Beispiel machen. Ja? Und das beinhaltet dann, kann dann Video beinhalten, Audio beinhalten, aber auch ein Zugriff auf den Server zum Beispiel. Ja? Oder auf ein Laufwerk, auf ein dediziertes Laufwerk, wo dann die Audit-Dokumente abgelegt werden beispielsweise. Im Rahmen dieser, was vielleicht erwähnenswert ist in dem Zusammenhang, im Rahmen dieser Remote-Audits ist es unheimlich wichtig, auch das Thema Datensicherheit zu berücksichtigen. Ja. Also das ist hier ausdrücklich auch gefordert, dass einfach eine Datensicherheit auch sichergestellt wird. Ja. Und das ist dann komplizierter. Ja. Das kann dann auch wirklich eine Herausforderung werden, weil man dann zum Beispiel einen entsprechenden Zugang organisieren muss. Ja? Wenn man so die Möglichkeit hat, beispielsweise über GoToMeeting ins Feld zu rollen, dann muss das eine entsprechende Datenleitung sein, die sicher ist und so. Und das sind dann die Herausforderungen, die man ins Feld rollt. Ja? So, was hat es denn noch für Möglichkeiten? Also wir haben hier jetzt über Telefonkonferenz geredet, über Skypen von mir aus, ja, über direkte Zugriffe auf den Server oder auf irgendwelche Dokumente oder Daten. Das kann auch gegebenenfalls per E-Mail geschickt werden, beispielsweise vorab. Ja, das Ganze muss nicht unbedingt auch online stattfinden, kann auch offline stattfinden. Also das heißt, wenn du jetzt beispielsweise ein Remote-Audit vor der Tür stehen hast, dann kannst du auch Dokumente entsprechend vorab zukommen lassen, ja, auf welche Art und Weise auch immer, das bleibt dir überlassen. Also ich finde eigentlich den Gedanken gar nicht verkehrt, zu sagen, okay, es gibt ein Laufwerk X, ja, da kann auch jemand von außerhalb zum Beispiel sich einloggen und sich dann die Dokumente direkt vor Ort angucken, ja. Aber wenn das nicht möglich ist, dann gibt es bestimmt auch andere Möglichkeiten. Also da muss man einfach die IT-Fachleute nutzen und das Know-how. Genau, das ist hier genau der Punkt hier. Audit, Begutachtung von Dokumenten und Aufzeichnung mittels Fernzugriff. Ja, also das sind sehr antiquierte Worte, die man hier nutzt. Ja, aber das ist eigentlich letztendlich genau das, was ich gerade erzählt habe. Ja, dass man sich einfach einloggt, ja, und dann im System selber nachgucken kann, was wo wie abgelegt ist, beispielsweise in Echtzeit oder ja, synchron, also in Echtzeit oder als auch asynchron, ja, wenn erforderlich. Also das heißt, muss auch nicht in Echtzeit sein quasi oder offline, sag ich mal, kann es auch sein. So, Aufzeichnung von Informationen nachweisen mittels Video, Standbild, Video oder Audioaufzeichnung. Ja. Heißt so viel wie, jetzt bleibt natürlich eine riesen spannende Frage offen, ja, wenn du jetzt beispielsweise eine Betriebsbegehung machen möchtest, ja, dann kann man das natürlich auch machen. Ja, also zum Beispiel mit dem Handy, ja, lass uns mal bei Skype bleiben, ja, ein Mitarbeiter X loggt sich hier in die Skype-Konferenz ein, ja, und läuft hier die Produktion ab, beispielsweise mit dem Handy. Ja, ganz einfache Möglichkeit, sollte eigentlich für jedes Unternehmen machbar sein, so eine Lösung beispielsweise, ne, wo man dann beispielsweise einmal so einen Betriebsrundgang macht, ja, und dann sich interessante Bereiche auch zeigen lassen kann
Und da bitte darauf achten, bitte, bitte, bitte darauf achten, dass auch eine Weitwinkelmöglichkeit da ist. Ja. Also das heißt, wenn ihr jetzt solche Remote-Audits habt und da so eine von mir aus Helmkamera im Spiel ist, ja, oder eine Skype-Konferenz mit einem Handy oder sowas, dann bitte darauf achten, dass da auch in irgendeiner Form so eine Weitwinkel-Option möglich ist und gezogen wird. Ja. Also es bringt halt nichts, wenn man beispielsweise eine komplette Begehung hier durchführt, ja, eine schnelle, kurze, aber komplette Begehung, ja, und nur ein Bildausschnitt von 90 Grad Blickwinkel hat oder sowas. Ja. Es ist auf jeden Fall viel besser, wenn dann auf einem weiteren Winkel quasi alles sichtbarer ist. Ne? Und das wäre dann möglich. Ja. Man kann dann auch sagen, okay, ich möchte ein paar Aufzeichnungen sehen, ja, mit so Videoaufzeichnungen. Natürlich lässt da die Datenschutzgrundverordnung grüßen. Aber laut diesem Dokument ist es auch möglich. Ja, also das heißt, ich interessiere mich beispielsweise für einen Prozess, was weiß ich, im Wareneingang beispielsweise, ja, und möchte einfach wissen, wie dieser Prozess des Wareneingangs dann stattfindet. Dann kann ich sagen, okay, nach Abstimmung oder vor Stattfinden des Audits, ich möchte gerne diesen Prozess einsehen, ja, und dann hat das Unternehmen die Möglichkeit, quasi diesen Prozess dann auch zu filmen und dann auch entsprechend mir zu präsentieren. Ja. Also da sind unterschiedlichste Möglichkeiten. Ja. Und auch hier Bereitstellung eines visuellen Audiozugangs zu entfernten oder potenziell gefährlichen Orten. Ja. Und heißt so viel wie, also man hat die Möglichkeit, ja, man hat die Möglichkeit, einfach hier mit Technologie zu arbeiten. Ja. Und das wird jetzt eine Herausforderung für einige Unternehmen werden, das auf die Straße zu setzen, ja, und das dann auch wirksam stattfinden zu lassen. Ja. Also wenn man eine gewisse Affinität zur Technologie hat, zu dieser ganzen digitalen Umgebung hat, dann wird das mit Sicherheit einfacher werden, wie wenn da, ich sag mal, gewisse Hürden im Spiel sind. Ja. Genau, also du siehst, das sind jetzt einige Möglichkeiten, die hier genannt sind. Ich habe das ein bisschen ausgeführt hier auch für dich, ja, der sich vielleicht fragt, wie mache ich denn das am besten? Und die sind aber nicht begrenzt auf diese Möglichkeiten. Ja. Also das heißt, wenn es noch andere sinnvolle Tätigkeiten gibt, ja, ja zum Beispiel so ein Drohnenflug, ja, also sowas gibt es auch. Ja, man kann hier organisieren, dass eine Drohne quasi über das Gelände fliegt und mir einfach zeigt, wie zum Beispiel, wie es von außen aussieht, ne? Also eine Außenbegehung beispielsweise. Das sind alles Möglichkeiten, die man da ziehen kann. Und da muss man ein bisschen einfallsreich auch sein in dem Zusammenhang, um zu wissen, was da sinnvoll und zielführend ist. Ja. Und also ich hab momentan das ein oder andere Remote Audit durchgeführt, ja, und es lief eigentlich super, ja, und mit diesen Videokonferenzen bisher. Ja. Und also es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn die Technik nicht funktioniert. Ja. Also das ist auf jeden Fall sicherzustellen, zu testen und zu prüfen vorab, ob die Verbindungen stehen und so weiter, ob das funktioniert. Und dann kann man da viel machen. Ja. Besonders wenn man dann gegenüber jemanden sitzen hat, der sich auch auskennt mit der Software, also zum Beispiel sich seinen eigenen Bildschirm da zu sharen, ja, zu zeigen, wie die Prozesse im SAP beispielsweise oder in irgendeinem anderen ERP-System, ja, Lawson M3 oder sowas weiß ich, hier laufen oder Sage, wie die da funktionieren, das ist ja eigentlich nichts anderes als das, was man ja im Audit auch macht, ja, zu ganz vielen Bereichen. Ja. In diesen produktiven Bereichen, in den operativen Ecken, ja, ist es dann eine Herausforderung, da das richtige Mittel zu finden. Da sind aber keine Einschränkungen gegeben. Ja. Genau, so, was steht hier noch drin? Das ist ja quasi nur die Einleitung. Ne? Also das ist der Bereich hier, das solltest du dir auf jeden Fall auch mal angucken, hier dieses MD4. Und genau, hier sind noch so ein paar Verweise auf andere Bereiche, was man da auch nutzen kann. Und
Und in dem Zusammenhang, wichtig, ja, das schauen wir uns auch gleich nochmal kurz an, die IFID-12 Principles on Remote Assessment. Ja. Und da sind tatsächlich so ein paar, ich sag mal, Spielregeln, ja, fest definierte Spielregeln drin. Ja. Und die muss man natürlich, sollte man natürlich auch in irgendeiner Form kennen, um zu wissen, wie so ein Remote Audit dann auch stattfinden kann, unter welchen Rahmenbedingungen. Ja. Schauen wir uns ein paar Definitionen an. Das Dokument ist ja gleich zu Ende. Wir reden von virtuellen Standorten. Ja, ja, das war es eigentlich hier. Nur eine einzige Definition. Okay, interessant. So, das sind jetzt die Anforderungen. Das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Sicherheit und Vertraulichkeit. Die Sicherheit und Vertraulichkeit von elektronisch übermittelten Informationen. Besonders wichtig, wenn IKT für Audit Begutachtungszwecke verwendet wird. Ja. Also das ist ein wichtiger Punkt und da bitte nicht kleckern, sondern eher klotzen in dem Zusammenhang. Ja. So. Die Anwendung von IKT wird einvernehmlich im Vorfeld zwischen der Stelle, die auditiert begutachtet wird, und der Stelle, die das Audit durchführt. Ja. Und so weiter und so fort. Ne? Prozessanforderungen kannst du dir da auch durchlesen. Also mir war es jetzt wichtig, einfach den Fokus auf die Möglichkeiten des Remote Audits zu setzen und was man da alles nutzen kann, wo das eigentlich steht. Ja? So, die Stelle ermittelt im Dokument riesige Möglichkeiten, die auf die Wirksamkeit der Audits begründen für jede Nutzung von IKT und so weiter. Also das Dokument selber jetzt bezieht sich mehr so in die Richtung Konformitätsbewertungsstelle. Was für Dinge da entsprechend hier gemacht werden müssen und sollen von den Zertifizierern. Ja, so. Genau, jetzt erinnere ich dich kurz an dieses IFID-12. Ja, das habe ich auch hier vorbereitet. Natürlich kriegst du den Link auch, ja, damit das auch klar ist. Und das ist dann auch, ja, ist halt auf Englisch geschrieben. Ich gehe davon aus, dass du Englisch kannst. Ja. Und ein bisschen Text, so, und dann kommen hier Definitions, ja, was ein Remote Assessment, ja, virtueller Standort, ja. Die Definition finde ich aussagekräftiger, ne? Genau. Und genau, Scope, this Principles Document is applicable to remote assessments and used by accreditation bodies in order to complement traditional oversight techniques. Genau. So, genau, was haben wir da alles? Voluntary Basis und so weiter. Und hier, so jetzt. May be considered for use when und so weiter, ne, wann man die entsprechend nutzen kann, wann man die nicht nutzen sollte, wie man die mit der Planung voranschreitet, ja. Und so weiter. Also, das ist eigentlich ganz, ganz cool, dieses Dokument, deshalb so als Bonus obendrauf, ja. Was da eigentlich ja, auch genutzt werden kann, hier von den entsprechenden Zertifizierern. Genau. So, jetzt gehe ich mal wieder zurück hier zu dem Dokument. Also mir ist es jetzt wichtig gewesen oder mir war es am wichtigsten, dir zu zeigen, was für Möglichkeiten hier. Ja. Wenn du jetzt ein Audit hast, ja, was noch nicht durchgeführt worden ist und jetzt momentan hängen wir in der Corona-Krise und das Thema ist einfach allgegenwärtig. Ne? Das trifft nicht nur dich als Unternehmen, ja, sondern das trifft auch den Zertifizierer, es trifft auch den Akkreditierer. Ja? Und alle sitzen sie im gleichen Boot, ja, in dem Corona-Boot, aber hoffentlich mit genug Abstand zueinander. Ja? Und aus dem Grund sind diese Möglichkeiten jetzt eingeräumt. Wir haben die Möglichkeit, diese Audits quasi remote durchzuführen. Ja. Ich wollte dir jetzt hier zeigen, wie die Verkettung zustande kommt. Du kannst dir vorstellen, dass da noch einige Dokumente mit eine Rolle spielen, ja, und einige Bereiche in den Dokumenten auch stärker fokussiert werden, je nachdem, ob du jetzt eine Zertifizierungsstelle bist oder ob du ein Unternehmen bist, was einfach nur zertifiziert werden will. Aber wichtig zu sehen in dem Zusammenhang ist einfach, dass die Möglichkeiten hier zahlreich vorhanden sind. Ja? Du kannst definitiv damit rechnen, wenn du Remote Audits ins Feld rollst, dass einfach ein größerer Planungsaufwand dahinter hängt für die Audits selber
um einfach sicherzustellen, dass zum Beispiel diese ganzen Skype-Verbindungen oder diese ganzen Telekonferenz-Verbindungen auch richtig genutzt werden können, dass auch die Leute, die das nutzen, auch entsprechend geschult sind, ja. Und natürlich muss man sich auch vorab dann im Auditplan entsprechend abstimmen, was für IKTs man hier nutzen möchte. Sprichwort oder Dings, Stichwort, nicht Sprichwort, Stichwort Drohne oder Skype-Handy, ja. Oder GoPro. Ne? Also auch diese ganzen Möglichkeiten gibt es. Da muss man sich einfach abstimmen, ja, und danach gucken, dass man in einer sicheren Umgebung dann auch entsprechend ist und dann das Audit durchführen kann. Ja. Ich für meinen Teil, ich finde es natürlich ganz cool, ja, weil dieser Umweltfaktor da auch mit eine Rolle spielt. Also diese ganzen Reisereien fallen weg, ja, also die ganzen CO2-Ausstöße im Rahmen von Reisen beispielsweise treten dann nicht mehr auf. Insofern finde ich das natürlich sehr gut. Aber es wird sich erstmal einschleifen müssen. Ja, das heißt, meine Remote Audits bisher haben sehr, sehr gut funktioniert. Bedingt aber tatsächlich, dass man auf der Gegenseite auch jemanden hat, also in die eine wie auch in die andere Richtung, ja, die sich mit der Thematik auskennen. Ja. Und da ist dann die IT gefragt, dass dann entsprechende Systeme auch funktionieren. Und nicht nur, dass die Systeme funktionieren, sondern auch die entsprechenden Leute geschult sind in den Bereichen, ja, und wissen, wie sie zum Beispiel auf dem Bildschirm was anzeigen oder wie sie was vorzeigen können. Ja. Genau, in dem Zusammenhang wünsche ich dir viel Erfolg. Ne? Wenn du jetzt noch Fragen hast, dann stell die mir gerne in den Kommentaren. Ja? Kontaktiere mich einfach und dann schreibe ich was dazu oder melde mich zu dem Thema. Heißes Thema, Remote Audits. Ich hoffe, dass alles klappt in dem Zusammenhang. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Nutze einfach diese Möglichkeiten. Und dann schauen wir mal, ob sich das sogar langfristig hier rentiert und langfristig dann auch etabliert, ja, dieses Thema Remote Audits. In dem Sinne, ich wünsche dir viel Erfolg und bis zum nächsten Video. Abonniere doch jetzt meinen Kanal, indem du hier unter dem Video auf den Link klickst. Und die Glocke aktivierst, damit du kein neues Video verpasst. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 9 Uhr veröffentliche ich ein neues Video zu dem Thema Managementsysteme und Auditierung. Schau dir bei dieser Gelegenheit auch gerne eine meiner anderen Videos an, die ich dir hier verlinkt habe. Viele Grüße aus Düsseldorf.